Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Heute geht es nochmal um die Pumpe und zwar konkret um das Thema Entlüftung. Ich habe dazu nochmal einige Fragen bekommen und ich versuche dir die im heutigen Video alle nochmal zu beantworten, sodass du deine Pumpe optimal ans Laufen bekommst, ohne dass du irgendwelche Luft im System hast. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro. Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Los geht's also. Bevor wir hier durchstarten, nochmal ein paar allgemeine Hinweise, woran du erkennst, dass deine Pumpe im Prinzip ohne Luft im System läuft. Der erste Hinweis ist für mich, dass die im Prinzip relativ ruhig läuft. Mit relativ ruhig meine ich, du hörst das vielleicht, du hörst einfach nur das Geräusch deiner Pumpe und sonst kein anderes ungewöhnliches Geräusch. Mit ungewöhnlich meine ich in dem Fall irgendeine Art von Kluckern etc. Also irgendwas, was dir dann auch ein Stück weit unnatürlich vorkommt. Der zweite Punkt, woran du erkennst, dass du keine Luft im System hast, ist im Prinzip hier, sind deine Schläuche. Ich zeige dir das auch gleich nochmal im Detail. Wenn du da in irgendeiner Form Luftblasen drin haben solltest, dann ist das schon ein Hinweis, dass du auch Luft im System hast. Ansonsten sollten die eben dann relativ klar und gefüllt aussehen. Das ist auf jeden Fall auch ein Indikator, dass du hier was tun musst. Ansonsten die dritte Sache, an der du erkennst, dass du keine Luft im System hast oder dein System richtig läuft, ist im Prinzip hier der Manometer. Der sollte schon einen gewissen Druck anzeigen. Laut Bestway bewegt er sich irgendwo zwischen 0 und 0,25. Bei mir ist er immer so hier bei 0,1 etwa. Also erwartet er nicht so viel, dass es megamäßig hochgeht. Dann ist alles im grünen Bereich. Insbesondere sollte das Manometer auch dabei helfen, Überdruck zu erkennen. Das heißt, wenn die Pumpe über die 0,25 Bar hinausgeht, ist das auf jeden Fall ein deutlicher Hinweis für dich, dass die nicht mehr sauber läuft. Und dann solltest du auf jeden Fall tätig werden, weil dann entsteht einfach ein Überdruck in der Pumpe. Heißt, die ist in irgendeiner Form verstopft, läuft einfach nicht mehr sauber. Da solltest du auf jeden Fall auch drauf achten. So, kommen wir nun zu den einzelnen Möglichkeiten, die du durchführen kannst, wie du die Luft aus deinem System herausbekommst. Was in jedem Fall dazu gehören sollte, wenn du die Pumpe das erste Mal in Betrieb nimmst oder auch wieder nach dem Winter in Betrieb nimmst, also sprich nach dem eigentlichen Spülvorgang, wenn du einen Sandfilter hast, dass du eben die Luft über den Anschluss D entweichen lässt. Generell ist es so, dass nur Wasser aus dem Anschluss D läuft, wenn du eben rückspülst, spülst oder das Wasser ablässt. Ansonsten wird aus Anschluss D kein Wasser rauslaufen und sollte es auch nicht. Das heißt, wenn du deinen Rückspül- und Spülvorgang durchgeführt hast, dann musst du hier nochmal den Steuerhebel nach oben drücken und dann sollte hier irgendwann flüssig Wasser aus dem Anschluss D laufen und das ist dann eben auch das Zeichen, dass die Luft entsprechend aus dem System herausgelassen wurde. Den zweiten Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, ist hier die Verschraubung zu kontrollieren am Anschluss A und auch hier hinten am Anschluss C. Ich drehe dann immer die Verschraubung so weit auf, bis hier Luft entweicht, also immer nur, bis ich das Geräusch halt höre, also ganz minimal. Nie ganz aufdrehen, weil natürlich hier das System befüllt ist mit Wasser, ansonsten schwappt ihr eben dann hier das Wasser raus. Also immer nur minimal, ein Stückchen drehen und in der Regel hörst du da auch direkt am Anfang, dass was rauszischt und dann kannst du auch hier die Verschraubung wieder anziehen. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist hier die Schläuche auch immer ein bisschen im Auge zu behalten. Da sollten, wie gesagt, keine Luftblasen drin sein. Es kann aber auch durch die Rillen sein, dass sie sich hier so ein bisschen festhängen, immer die Luft. Und was ich dann immer als Trick mache, ich fange dann wirklich an, hier die Schläuche zu schütteln. Also ich mache dann so, das kannst du ruhig auch ein paar Mal machen und dann wird es eigentlich mit der Zeit besser. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber es hilft auf jeden Fall, weil du eben dann die Luft hier aus diesen Rillen löst und am Ende des Tages geht dann auch die Luft vorne beim Anschluss A raus. In dem Fall, weil das jetzt der A-Anschluss ist und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Der vierte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, betrifft hier das Sieb am Anschluss B. Also zum einen solltest du regelmäßig kontrollieren, dass halt im Sieb das sauber ist, damit dir der Durchfluss gewährleistet ist. Da sammelt sich natürlich auch je nach Größe des Pools immer auch ein bisschen Unrat, Dreck an. Also hier immer wieder mal schauen, vielleicht alle 2, 3, 4 Wochen oder einfach mal mit einem Blick rein, ob da jetzt viel drin ist oder nicht, weil es eben den Durchfluss bremst. Das hilft auf jeden Fall auch hier den Druck konstant zu halten. Und was jetzt ganz wichtig ist, du solltest eben darauf achten, dass es hier alles klar ist, ohne dass hier vielleicht irgendwelche Luftblasen stehen. Ansonsten, wenn hier Luftblasen sein sollten, beziehungsweise es nicht so aussieht, als wäre es komplett gefüllt mit Wasser, auch hier, wenn die Pumpe aus ist, immer alles ohne Strom machen,
also stromlos schalten bei den ganzen Vorgängen, die ich jetzt erklärt habe. Auch hier ein Stück aufdrehen, bis dann hier unten eben Wasser rausfließt, ganz leicht. Und dann merkst du auch schon, wie sich hier dann die Pumpe in der Folge mit Wasser füllt bis oben hin, sodass hier der Bereich wirklich klar aussehen sollte. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Das sind die vier Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann, wo ich jetzt wirklich sehr gute Erfahrungen mit gemacht habe, hier die Luft aus dem System rauszubekommen. Hier kann es ein bisschen irritierend sein, wenn du die Verschraubung hier ganz leicht löst, dass halt, ich sag mal, ein Stück weit hier das Wasser ein Stück zurückgeht. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, die Luft aus dem System zu bekommen und das, was hier an Wasser dann zurückgeht, das gleicht die Pumpe auf jeden Fall wieder aus, nachdem ich die angeschaltet habe. Also es kluckert dann einen kleinen Moment und dann siehst du, wie eigentlich die Luft dann auch nach vorne rausschießt aus dem Anschluss A. Lass dich da nicht irritieren. Ich kann dir nur sagen, mir hat es geholfen, dass die Luft aus dem System rausgeht und du siehst es an den Schläuchen dann hier, beziehungsweise ich sehe das hier an den Schläuchen, dass hier absolut keine Luftblase drin ist. Also für mich funktioniert das auf jeden Fall. Von daher, ich gebe dir jetzt einfach meine Erfahrung weiter. Das, was im Standard in der Anleitung steht, ist eben auf jeden Fall hier das Wasser über den Anschluss D, die Luft aus dem Anschluss D abzuführen, indem du halt hier den Hebel nach oben drückst. Das machst du, wie gesagt, alles, wenn die Pumpe aus ist. Und alles andere ist jetzt so ein bisschen meine Erfahrung, die ich dir einfach jetzt hier weitergeben möchte, was für mich auf jeden Fall funktioniert. Und damit fahre ich jetzt wirklich sehr gut. Ja, das war es dann soweit für das heutige Video. Wenn ich dir damit weiterhelfen konnte, lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und falls du hier noch kein Kanal-Abo haben solltest, dann abonniere auch gerne meinen Kanal. Ich bringe immer wieder auch Update-Videos zu all den Dingen, die ich hier vorstelle. Und wenn du dann die Glocke aktivierst, verpasst du auch keine künftigen Videos. Ansonsten sage ich jetzt hier vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Mach's gut, bis bald.